Da sind wahrscheinlich noch mehr. Okay. Oh, ich habe meine P90 verloren. Nein. Dann müssen wir das leider nehmen. Über dir. Nichts Persönliches. Da. Ich wette, der Aquädukt führt genau da durch. Ich bezweifle, dass wir sie los sind. Halt die Augen offen. Wo ist der Typ? Ah, bin ja geschossen. Okay. Das war auf jeden Fall der falsche Weg. Immer noch hoch! Okay.
Was? Damit hat er nicht gerechnet. Da müssen wir lang. Was? Wo muss ich denn lang? Alles klar. Bist du okay? Ich glaub schon. Oh, shit. Wo sind wir? Keine Ahnung. Aber immerhin stehen wir nicht unter Beschuss. Hoffentlich gibt es einen anderen. Ein geschwungener Kanyarli-Dolch. Oh. Schick, schick. Nehmen wir mal mit. Was glaubst du, was das im Boden eingeritzte Ding ist? Nichts Gutes. Siehst du die Kanäle? Die waren wohl kaum für Wasser. Oh. Okay, das ist die Opferkammer hier. Hier oben. Ich glaube, hier ist ein Weg. Okay. Da vorne ist Licht. Arme Schweine. Keine Ahnung. Ich würde lieber in einer Zelle verrotten, als gefoltert zu werden. Merke ich mir. Und wie kommen wir hier jetzt raus? Schau nach oben. Oh, du hast recht. Hörst du das? Ja. Ja, da ist der Aquädukt. Hier oben, ein Durchbruch.
Das Auge von Shiva. Sehr beeindruckend. Mein Mann war eine Woche dran und hat nichts entdeckt. Tja, das scheint dann wohl der falsche Experte zu sein. Mag sein. Weißt du, ein Hoysala-Dichter schrieb einmal über einen jungen König, der Gnade zeigte und dadurch unsere Rituale beendete. Aber die alten Könige, die wussten, Fortschritt verlangt Opfer. Erzählst du das denn Männern? Na schön. Kriegszeiten war das Wasser in diesen Aquädukten in der Hauptstadt rot gefärbt. Die, die nicht kämpften, mussten als Inspiration dienen für jene, die es taten. Okay. Oh. Weißt du, um ein Volk anzuführen, musst du erst Chaos säen. Ich werde einen Bürgerkrieg anzetteln und die schwachen Nachkommen des Königs vernichten. Das wollen wir ja sehen. Drück doch schon wie bescheuert da drauf. Alter, wie viel hält er denn aus? Ich bin schon wieder tot. Alles okay? Ja. Glaub schon. Hey, ganz langsam. Du hast fast eine halbe Stunde weggetreten. Eine halbe Stunde? Ja. Oh, shit. Shit, Asaf hat die Scheibe. Langsam. Oh, wir müssen los. Hey, ganz ruhig, okay? Glaubst du, du schaffst es? Hatte schon schlimmere Nächte, glaub mir. Ich frag lieber nicht. Schön, dass du wieder da bist. Ihr seid jetzt zu zweit, richtig? Ja. Okay. Holen wir uns unsere Scheibe. Und ein paar Waffen. Und ein paar Waffen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich hole mir jetzt erstmal kurz ein paar Minütchen auf dem Klo, weil ich muss nämlich pinkeln. Deswegen haben wir mal kurz eine kurze Pause. Aber ja, warte. Das PC-Game nehmen wir auch raus. Dafür nehmen wir das hier rein. Das rein, das rein, das rein. Zack. Ja, kurze Pause. Tat das gut. So, Pause ist vorbei. Die Aufnahme läuft noch. Wir gehen direkt wieder hier hin. Und ja. Und ich habe jetzt gar nichts mehr. Ich möchte dir noch sagen, du hast recht mit Asaf.
Ich meine, er sieht so bescheiden aus. Nicht wahr? Genau das will er auch erreichen. Ich bin mir sicher, dass seine Brille nur Dekoration ist. Damit er harmlos oder intelligent aussieht? Beides. Aber er ist intelligent. Er war Arzt, bevor er hiermit anfing. Also hat er eine lukrative Arbeit hinter sich gelassen. Bin mir sicher, dass er dachte, dass er das einzig Richtige tut. Hey, bist du sicher, dass du weitermachen kannst? Klar. Du musst es nur eine Weile langsamer angehen lassen. Hier hoch. Langsam. Ja, wir sehen schon mächtig mitgenommen aus. Das Tor. Wir haben es geschafft. Fraser, zum Tor geht es da lang. Ja. Eine Sekunde. Ich will einen letzten Blick auf diesen Ort werfen. Guck mal, tatsächlich. Ich denke, dass wir da uns wie Tarzan durch die Gegend geschwungen haben. Und klettern planen wie Lara Croft. Sieht das jetzt eigentlich alles ganz harmlos aus? Nein. Dann lass uns das Ding mal öffnen. Heilige Scheiße. Eigentlich mehr ein heiliger Stier. Das ist Nandi. Shivas Torwächter. Das muss der Eingang zur alten Hauptstadt sein. Den müssen die Aquädukte freigelegt haben. Yep. Oh, Scheiße. Asaf ist schon auf dem Weg rein. Okay, dann nichts wie ab runter. Komm. Nein. Was meinst du mit nein? Sam Drake. Sein verdammter Experte ist Sam Drake? Ja. Yeah. Scheiße. Weißt du was? Das ist fantastisch. So kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nadine. Was? Was? Sam ist der eigentliche Grund, wieso wir überhaupt hier Nein, sind. Nein, sag, dass das ein Witz ist. Das war mein Deal. Sam ging voraus, um für mich nach der Scheibe zu forschen. Aber dann verschwand er und ich konnte nicht du einfach zurücklassen. Du kannst meine Vorgeschichte mit Sam und hast mich mit reingezogen? Deine Vorgeschichte mit Asaf machte dich zur perfekten... Halt dich bloß nicht zurück. Pass bloß auf. Weißt du was, Nadine? Das ändert gar nichts. Du bekommst trotzdem deinen Anteil. Ja? Oder vielleicht serviert ihr mich ab, sobald ihr den Zahn habt, du und Sam. Komm schon, Mann, so arbeite ich nicht. Das ist genau die Art, wie Leute wie du arbeiten. Dass ich dir vertraut habe. Hör zu. Ich wollte dir von Sam erzählen. Ich schwör's, ich hab nur auf den richtigen Moment gewartet, um... Hey, warte noch mal. Okay. Etwas Bewegung tut mir gut. Shit. Ach, das ist Sam. Der Torwächter. Ja, dann müssen wir wohl laufen. Das ist der Dank für meine Ehrlichkeit. Voll auf die Fresse. Naja, das Nandi ist das nicht so.
wird schon schief gehen. Langsam, langsam! Tja, zumindest habe ich noch meine Würde. Okay, unser Handy haben wir auch noch. Aber keine Karte mehr. Guck mal, Wege sind auch versperrt, da komme ich gar nicht mehr lang. Dass ich an Schmerzmittel gedacht habe. Die aber natürlich noch im Wagen sind. Alles klar. Schon viel besser. Ach, das ist neu. Okay, erstmal gerade nicht. Oh, Scheiße, ist das Nadine? Oh, jetzt sitzt sie aber echt in der Scheiße. Ich muss zu ihr. Auto! Eine Spur von ihnen! Noch nicht! Dann haltet die Augen offen! Sie verstecken sich hier irgendwo! Sie können nicht weit sein. Ich
glaube, mit der Panzerfaust muss ich den Wagen platt machen. Kleines Geschenk für den Transporter. Ah, der Transporter muss weg.